Jojo, jetzt sogar willkommen zurück. Ich bin's, der Fly. Und wir haben ja irgend so ein Viech vor uns die ganze Zeit noch. Ich versuche mich jetzt einfach wieder weg zu teleportieren. Wobei wir das. Wo ist es denn jetzt? Hä? Nicht abtauchen, Digga! Hilfe! Ich komme nicht hoch! Was ist das? Hallo? Ich komme nicht mehr hoch. Hallo? Wieso? Ich will nicht gefressen werden. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße gewesen, ey? Ja, Profi-Fly wieder am Werk hier. Scheiße. Ich will nicht die ganze Mana verbrauchen, Mann. Mana, Mana, Mann, Mann. Kann ich nicht? Kann ich hier eigentlich da rein? Vielleicht? Was ist hier? Oh, toll, da geht's gar nicht rein. Ich will nicht zu diesen Scheißviechern, ne? Ganz ehrlich, ich will es einfach nicht. Deswegen hole ich mir Dice. Weil Dice ist viel nice. So. Ich kann mich doch hier rausmogeln. Ja, wusste ich's doch. Sehr. Dafür habe ich aber verdammt viel Mana jetzt verbraucht. Warte, das war Tee, ne? So. Erstmal Mana wieder fressen hier. So, jetzt gehe ich zum Admiral. Ah. Da, so sieht das mit dem Sichtfeld also aus. Das sind jetzt natürlich Kumpels gewesen. Ich weiß nicht, was man hier noch alles entdecken kann, ehrlich gesagt. Hier ist keine Rune in der Nähe. Okay. Die hört ein bisschen creepy, hört die sich an. Da ist der Admiral. Hallo. Dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn sie ihn erledigt haben, schnappen sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Moment, ich guck mal erstmal, wie ich gegen eine Gegenstände herstelle. Pero kann eine Ausrüstungsgegenstände herstellen und verbessern, wenn du ihn bezahlst. Wenn du gefundene Baupläne zu Pero bringst, kannst du neue Verbesserungen freischalten, die du anschließend kaufen kannst. Du kannst jederzeit auf diese Dienste zugreifen, indem du einfach mit Pero sprichst. Yo. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Okay, nice. So, wir müssen als nächstes hier zu Samuel. Again, wer bist du denn hier? Du bist ja auch immer hier. Oh, hallo, was? Corvo, hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten sie doch vor ihrer derzeitigen Beschäftigung als Attentäter. Ja, klar, ich war vorher natürlich Bodyguard, Ausgebildeter und ja, wenn der Job nicht mehr läuft, dann wird man eben Attentäter. Das ist viel rentabler und so. Samuel ist da unten. So, jetzt muss ich mal... Was blinkt denn da unten? Moment mal. Aha.
Aha. So, Piero kann für uns ja was herstellen, wenn man ihn denn findet. Irgendwie, irgendwo. Wo ist er denn? Hallo. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich will mal gerade ein bisschen checken, wie viel Geld ich habe. Und ich habe ein bisschen wenig Geld. Ich kann leider jetzt gerade nicht... Wie viel habe ich denn? 8 von 20? Ach gut, dann nehme ich doch mal ein paar mit. Kann man nicht alles voll kaufen irgendwie so? Ernsthaft? Ich muss ja für jeden Fuck fangen? Naja, okay. Na gut. Ambrus Bolzen? Hallo, was habe ich gesehen? Das habe ich genau gesehen. Hallo. Halt die Fresse. Ich will den hier machen. Ach du Scheiße. Ja gut, ne? Habt ihr alles gelesen? Ist schon klar. Ihr könnt immer noch in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt lesen wollt. Ob ich die ganzen Dinge überhaupt anklicken soll. Und so. So, hallo Samuel. Komm, wir gehen zu Samuel. Unseren Good Brother. Wohin führst du uns denn? Hallo, ich bin im Boot. Bereit? Klar. Sagen Sie Bescheid. Na dann los. Oh, ach, die hatte ich gar nicht an. Na gut. Dann eben jetzt. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. So, Missionshinweise aktualisiert. Stadtwachen kontrollieren. So, brauche ich Essen? Nö. Ratte am Spieß. Habe ich gerade keinen Bock drauf. So, optional nutzen Sie Bottle, Wottle, Wottle, Wottle. Jetzt muss ich da tatsächlich reingucken. So, nutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. Das ist optional. Was bringt mir das dann? Ich weiß es nicht. Überwinde die erste Lichtwand oder Emily finden. Ach du Scheiße, gibt's da noch einiges hier. Okay. Sprich mit der Lumpengräfin. Kann ich jetzt eigentlich auch hier Verlauf anzeigen, Zielmarkierung anzeigen? Aha. Okay. Nur mal testen. Da ist die Lichtwand. Und wo ist die Lumpengräfin? Hier ist nichts im Wasser, was nicht beißt, ne? Die schmeißen da Leichen runter, oder was? Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Okay, gucken wir einmal kurz mit dem Herz. Da ist ein Knochenartefakt. Da ist eine Rune, eine Lichtwand. Oh, es gibt aber viele Runen, ey. Die will ich alle haben. Die will ich alle haben. So, ich wollte echt das hier machen. So, jetzt bin ich geduckt. Sich nicht mehr. Laseraugen, man. Ist tot. Nein, bewusstlos. Wir sind ja brav. So, die gucken aber jetzt nicht zu mir, ne? Ach du Scheiße. Hä? Das ist aber ein Zivilist, ne? Ja. Die schmeißen dann fleißig runter, ja, man scheint unendlich Leichen sich erschietet oder so. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche. Was passiert bei dir? Er sagt, bringen Sie Essen. Ich bringe Essen. Er sagt, F ist was? Ach so, bestehlen? Nee, ich bestehle doch die armen Leute nicht. Die sind arm genug, die müssen nicht noch bestohlen werden. Achtung, Bürger von Dunmore.
Bitte machen so. Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Start. Das Coole ist ja, das muss man gar nicht wirklich, oder? Gut, das kostet kein Mana. Das ist sehr gut. 43 Meter, das will ich mir holen und das auch. Ich weiß nicht, was sie alles bringen, aber egal. So, ich glaube, wir müssen ein wenig kombinieren. So, ich glaube nicht, dass wir im Licht sind hier. Das ist aber ein Zivilist, oder nicht? Ich kann ihn nicht unterscheiden. Hier spricht der Lord Regent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lord Regent bis zum Ende des Monats der Ernte... Alter, der Typ, der da labert, der geht mir überhaupt nicht auf den Sack, ne? Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens... Ja, ich höre was puckern gerade, das Herz puckert. Und dazu berechtigt... Oh, Alter! Du kannst diese Lichtwand auf verschiedene Weisen überwinden. Deaktiviere sie, indem du den Walöltank entfernst. Okay, das sehen wir hier an diesen Generatoren. Klettere auf die Kisten rechts und wähle den Weg über das Dach. Das ist hier jetzt nicht das Dach. Ach so, da, das meine ich, alles klar. Finde einen anderen Weg, indem du der Straße nach rechts folgst. Übernimm mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte und benutze... den kleinen Tunnel auf der linken Seite. Okay, wir haben das Beherrschungsding noch nicht. Immer daher Black. Wiederherzustellen. Den kann ich tragen, das bringt mir jetzt aber nichts. Und hier ist halt mega Licht. Aber hier können wir hoch, ne? So. Nee, da kann ich auch selber hoch. So. Okay. Hä? Wir sind drüber. Darf ich hier lang? Das sieht so eng aus. Überwinde die erste Lichtwand. Haben wir geschafft. Überwinde die zweite Lichtwand. Das sind dann jetzt optionale Missionen. Oder hier nutze die Bottle Switch Glass, um die Lichtwände zu begehen. Ja. Ui. Okay, unser nächstes Missionspunkt-Ziel-Dings ist da hinten. Das ist die zweite Lichtwand. Wir können aber hier auch lang gehen, um durch die Gasse, um... Die Frage ist, was machen wir? Okay, ich werde, glaube ich... Hier kommen wir nicht lang, ne? Können wir uns irgendwie heile runterdingsen? Können wir da oben irgendwo lang? Ich weiß es nicht. So, hier geht's auf jeden Fall. Oder nicht? Geht's hier irgendwie durch? Nö, toll. Ach man, ich habe doch diese Knochenrelikte und jetzt so vergessen. Ich bin doch ein Depp. Jetzt habe ich eins. Ich war doch da hinten schon. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war so nicht geplant. Vermutlich nur Ratten. Ah. Fuck. Ich muss weg. Hallo, lass mich irgendwo hin. Fuck. Da geht's nicht hoch, toll. Hä, wo ist das? Ich seh's nicht. Jetzt habe ich voll die Kacke gebaut. Lalalala. So, jetzt sind wir beim Licht, ist das Problem. So. Alter, was war das jetzt für eine Aktion gerade, ey? Ich wollte eigentlich nur das Knochen... Hä? Ich will da rein. Wie komme ich da hin?
Ich muss mir erstmal gerade einen Blick über die Lage verschaffen. Wo ist das da genau? In dem Gebäude drin, ne? Und wo sind die Typen? Unter mir definitiv nicht. Aber sie müssten dann eigentlich da sein, okay. Komme ich hier irgendwie... Ich muss, glaube ich, in das Gebäude rein. Kann das sein? Ich wollte ja eben das Knochenartefakt schon holen, glaube ich, oder? Oh, bleib bloß da oben. So, das sind... Ich sehe die nicht mehr. Ich wollte es nicht machen, aber ich muss es jetzt tun. So. Da ist noch einer drin. Ich kann doch von oben einfach jetzt... Was war das? Was ist das für einer? Ich will die doch gar nicht alle umbringen. Ich will doch Stealth-Modus machen. Muah! Egal, haben ein bisschen Loot. Wo ist er denn, der andere? Fehlt doch noch einer. Was ist hier? Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griff's Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt es plündern. Hm, okay. So. Reden nochmal, keine Ahnung. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Ach so. Gute Preise, versprochen. Händler. Ja, lass mal gucken, mein Freund. So, also das ist der ganz normale Händler. Kugeln, lalalala. Elixier brauchen wir. Du hast. Aber wie viele Bolzen? Ach, da steht's ja 3. Oh, ich bin so ein Horst. Was habe ich denn eben da gemacht in der Hektik wieder? So, hier essen ein bisschen was und hier puckert's ja auch. Aspik. Wo ist denn unser Auge wieder hier? Nein, das ist nicht dieses Auge. Das Herz ist es natürlich. Ha, hallo. Hallo. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Das hört sich geil an. So, was haben wir hier noch? Zack. Knochenartefakte. Gesunder Appetit. Nahrung bringt dir etwas mehr Gesundheit zurück. Das finde ich schön. Das aktivieren wir mal gerade, weil wir haben es ja sowieso sonst keine anderen. Wir haben aber nicht noch eine Rune. Nein, wir wollten ja noch mal ein bisschen sparen. Es fehlt uns noch an Runen. Was ist mit dem? Können wir nichts machen. Da ist die nächste Lichtwand. Na gut. Dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Die nächste Folge ist hier verlinkt. Wenn sie denn da ist und die Playlist auch und meine Social-Profile, lasst ein Abo da. Vielen Dank. Goodbye, euer Fly.